Willkommen zum schönen Sport auf Radio 1. Ich bin Anke und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute widmen wir uns einem Thema, das häufig tabuisiert wird und eine der am häufigsten vernachlässigten Muskelgruppen ist, nämlich unserem Beckenboden. Beckenbodentraining ist nicht nur ein Frauenthema, sondern wir sollten alle ein Leben lang unseren Beckenboden gut trainieren, um Probleme vorzubeugen und um glücklich zu sein. Jungs und Männer, euch habe ich auch versprochen, gute Gründe, warum wir unseren Beckenboden fit halten sollten. Na klar, vor und nach der Geburt, das wissen alle Frauen, aber es geht weiter. Zur Verbesserung der Haltung, zu einem stärkeren Sexual- und Lustempfinden, da kann man ja erstmal gar nichts dagegen haben, das wollen wir doch alle. Natürlich hilft ein guter, trainierter Beckenboden auch gegen Potenzprobleme und nach einer Prostatabehandlung. Also wirklich eine Vielzahl von Problemen, denen wir vorbeugen können, wenn wir unsere Beckenbodenmuskulatur ordentlich trainieren. Und bevor es losgeht mit dem Training, ist es erstmal wichtig zu spüren, wo ist denn überhaupt die Beckenbodenmuskulatur? Eine einfache Methode, die Beckenmuskulatur zu identifizieren, ist, beim Wasserlassen den Strahl zu unterbrechen. Ja, ist so. Es klingt nicht sehr sexy und du musst jetzt auch nicht auf Toilette rennen. Du musst einfach nur deinen Schließmuskel zusammenkneifen und du solltest jetzt einen Zug der Muskulatur nach oben und innen spüren. Und mal lösen und voilà, das ist deine Beckenbodenmuskulatur. Achte darauf, dass du keine weiteren Muskelgruppen anspannst. Für das heutige Training brauchen wir eine Matte und einen Stuhl und dann geht es los mit deinem Beckenbodentraining. Setz dich auf deinen Stuhl. Der Oberkörper ist nur ganz gerade leicht nach vorne gebeugt. Das ist eine super, super einfache Übung, die du immer im Übrigen auch während des Mailschreibens machen kannst. Spann mal bitte die Beckenbodenmuskulatur an und kneif die Sitzhöcker zusammen. Beckenbodenmuskulatur bleibt angespannt und wir lösen, atmen ein und Sitzhöcker, Beckenmuskulatur anspannen, ausatmen und einatmen und aus und ein. Du kannst es ein bisschen intensivieren, indem du wechselseitig ein Bein nach oben ziehst. Wichtig ist, dass jetzt die Sitzhöcker zur Mitte gespannt werden, gespannt bleiben und die Beckenbodenmuskulatur weiter nach oben zieht. Ganz fest hochziehen. Du hast damit automatisch eine richtig tolle Körperhaltung, weil wenn das hier alles aktiviert ist, gibt es hier kaum eine Pendelbewegung im Oberkörper. Der Oberkörper ist also schön aufrecht. Und genau das wollen wir ja. Gut, wir lösen erstmal kurz. Nächste Übung im Sitzen wird ein bisschen dynamischer. Spann nochmal deine Beckenbodenmuskulatur hoch an, nach oben und innen. Wir drehen jetzt ein Bein nach außen, so schräg nach außen, kommen nach oben rausgedrückt, halten die Muskulatur, schließen die Beine, setzen uns wieder hin. Andere Seite, rausdrücken und schließen. Rausdrücken und schließen. Mach nur so schnell, wie du auch die Beckenbodenmuskulatur schön angespannt halten kannst. Das war jetzt nicht so richtig gut von mir. Reden und bewegen passt nicht immer zusammen. Und das Ziel ist schon, diese Bewegung schön dynamisch auszuüben und erstmal lösen. Weiter geht's auf unserer Matte. Wir kommen in die Rückenlage und stellen die Füße an, Kniewinkel 90 Grad, klappen die Knie nach außen. Das muss nicht furchtbar weit sein. Wenn du Hüftprobleme hast, kannst du auch links und rechts ein Kissen als Puffer mit anstellen, ja, dass die Beine so ein bisschen abfängt. Ansonsten geh in diese entspannte Position. Fußsohlen sind fest aneinander gedrückt.
Jetzt atmen wir mal ganz tief ein und mit der Ausatmung spann die Beckenbodenmuskulatur an und drück den Rücken auf den Boden und drück die Füße, die Fußsohlen aneinander. Einatmen, locker lassen, ausatmen, Fußsohlen zusammendrücken und Beckenmuskulatur anspannen. Gut, weiter geht's. Wir stellen die Beine jetzt an. Fersenpower, wir kommen also auf die Ferse. Fußspitzen zeigen zur Decke. Beckenbodenmuskulatur ist fest angespannt, nach oben und innen gezogen. Und wir kippen jetzt das Becken so hoch, indem wir auch die Sitzhöcker wieder aneinander schieben, also Po anspannen. Das ist die Ausatmung. Und Einatmung, wieder senken. Ausatmen, anspannen, halten und einatmen. Und aus. Dabei die Fersen fest in den Boden drücken. Sehr schön. Und wir halten in der angespannten Position, also das Becken ist leicht weg vom Boden, abgehoben. Bauchmuskulatur, beziehungsweise Beckenbodenmuskulatur ist schön anspannen. Jetzt fahren wir mit dem rechten Bein mal bitte Fahrrad. Hier unten ändert sich nichts mehr. Sitzhöcker zusammen aufeinander zu bewegen. Gar nicht so leicht, sich auf 15.000 Sachen zu konzentrieren. Und was immer hilft zwischendurch, wenn du deine Beckenbodenmuskulatur nicht mehr spürst, denk immer dran, wir unterbrechen den Strahl. Setz mal ab, kurz mal lösen und wieder anspannen, Beckenboden, Sitzhöcker, Becken hebt ab und auf geht's. Linkes Bein ist jetzt dran, andere Seite. Geschafft und lösen. Wow, das war schon ganz schön intensiv. Wir haben eine kleine Rehabilitationsübung. Füße sind schulterbreit aufgestellt und lass jetzt mal die Knie aneinander fallen. Und wenn du magst und kannst, zieh die Füße gerne noch ein kleines Stück nach außen. Sind wie in so einer X-Position. Mehr passiert auch gar nicht in der Position. Es darf auch mal eine entspannte Übung geben. Gerne kannst du hierbei auch ganz bewusst mal deinen Beckenboden anspannen, hochziehen und nach innen und mal lösen. Und lösen. Prima, jetzt die Füße wieder schulterbreit aufstellen. Arme liegen neben dem Oberkörper abgelegt. Fußspitzen zeigen zur Decke. Und in diese Richtung hebt jetzt auch die Hüfte ab. Wir halten in der Brücke und spannen jetzt die Beckenbodenmuskulatur an. Für 5 Sekunden hochziehen. Und locker lassen, aber wir bleiben in der Position. Und wieder anspannen. Und lösen. Gerne kannst du diese Übung eine ganze Minute, 5 Minuten bis zu 10 Minuten lang machen. Das ist ein super, super tolles Training. Im Übrigen nicht nur für deine Beckenbodenmuskulatur, sondern auch für deinen Gesäßmuskel. Also vieles Schönes drin in dieser Übung. Wir legen mal ab
Und kommen jetzt hoch in die Bankstellung. In der Bankstellung sind wir wie immer Schultern über den Handgelenken, Becken über den Knien. Spann mal bitte die Beckenbogen, Bogen ist auch schön, Bodenmuskulatur an. Also hoch und nach innen ziehen und jetzt heben wir die Knie ganz leicht ab. Halten das und absetzen. Einatmen, anspannen, hoch, Mitte ziehen, Knie abheben, ausatmen. Und ein und aus. Und ein und aus. Einatmen und aus. Schön anspannen, letztes Mal. Ein und aus. Halten. Knie setzen ab. Löst mal bitte jetzt den rechten Arm und das linke Bein. Wir ziehen uns also lang raus. Beckenmuskulatur ist angespannt. Hochziehen. Und du kannst jetzt hier halten oder die Übung dynamisch gestalten. Und zwar so, dass der Arm zum Knie geht, zu einer Seite und zur anderen Seite zum Fuß. Lang raus. Zum Knie, strecken, Fuß. Lang, Knie, strecken, Fuß. Natürlich ist die Beckenbodenmuskulatur die ganze Zeit angespannt und wir lösen. Wechseln zur anderen Seite. Alles festmachen, hoch und Mitte, Arm und Bein lift. Entweder halten oder dynamisch ziehen. Okay, kleiner Check. Ist der Strahl unterbrochen? Die wichtigste Frage des heutigen Tages. Wird der Strahl unterbrochen? Sehr schön. Und lösen. Locker erstmal die Arme aus. Komm jetzt wieder zurück in die Bankstellung, machen aber eine Beweglichkeitsübung. Wir dehnen unsere Lende auf. Was gibt es Schöneres? Okay. Bankstellung, Beckenboden anspannen, hoch und zur Mitte. Strahl anhalten. Wir atmen ein im Hohlkreuz, bleibt aber alles angespannt. Ausatmen und schieben uns in die Paketposition. Dynamisch ein, aus und weg. Ein, aus und weg. Die ganze Zeit Strahl unterbrochen. Fest anspannen. Sehr schön. Roll dich mal auf. Stell ein Bein nach vorne. Beckenboden anspannen. Hoch und zur Mitte. Und wir kommen in diese Dehnung. Machen das gerne dynamisch. Also du kannst hier halten. Das ist ein schöner Hüftöffner. Lendenöffner. Oder dynamisch arbeiten. Ich persönlich bevorzuge die aktivierende, also die dynamische Version. Geht auch gerne und gut auf dem Bürostuhl, also einfach den Fuß auf den Stuhl setzen und schon kannst du dir was Gutes tun, dir und deiner Beckenmuskulatur und deinem Partner, der hat auch was davon, während du arbeitest. Kann man nichts dagegen haben. Wir wechseln die Seite. Okay. Anspannen und auf geht's.
Okay, immer nochmal kontrollieren, ob alles in Spannung ist. In der statischen Version kannst du es ein bisschen besser kontrollieren. Such dir also aus, was passt für dich am besten. Und wir lösen. Komm jetzt in die Bauchlage und haben eine schöne Kombination aus Kraft und Beweglichkeit. Ach, dehnen immer noch die Lenden, die ist so wichtig. Arme bitte nach unten, neben dem Körper ablegen, Handflächen auf dem Boden und ein Bein anwinkeln, Beckenboden anspannen und das Bein abheben. Und zwar so, dass der Oberschenkel möglichst weg ist vom Boden und beide Hüftknochen aber auf dem Boden bleiben. Ja? Du kannst den Kopf leicht abheben oder gerne auch mit der Stirn auf den Boden ablegen. Mal wechseln zur anderen Seite. Beugen, Beckenboden anspannen und das Bein abheben. Wenn der Oberschenkel nicht weg ist vom Boden, keine Sorge, ist nicht so schlimm, aber das ist ein Zeichen, dass die Hüfte ein bisschen zu doll in Spannung ist. Also dann wäre das eine Übung, die du bitte, bitte gut und gerne häufiger machen kannst. Also die Übung davor, dieses dynamische Aufdehnen der Hüfte und diese aktive Dehnung, die Haltearbeit hier aus der Rückseite des Hüftbeugers. Was macht denn eigentlich die Beckenbodenmuskulatur, wenn wir schon mal so im Schwatzen sind? Gut, lösen. Was alleine geht, geht auch zu zweit. Nimm mal jetzt die Arme gerne nach vorne. Beide Beine anwinkeln und abheben. Variante ist es, den Rücken noch ein bisschen mehr zu involvieren, wenn du die Arme wieder nach unten setzt und dich hier ein Stück aufrichtest. Das Allerwichtigste dabei ist aber, dass die Beckenmuskulatur die ganze Zeit aktiv ist. Sehr schön. Und wir lösen. Wow. Das war gut. Komm mal wieder nach oben in den Kniestand, bitte. Knie schulterbreit aufsetzen, Hände hinter den Kopf. Die Hüfte ist voll gestreckt. Und wir ziehen jetzt in dieser Hüftstreckung mit dem Oberkörper nach hinten. Spann ganz bewusst die Beckenmuskulatur an. Hoch und nach innen. Und lösen. Einatmen und ausatmen. Und ein und aus. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt als nächstes in eine Rückenlage nochmal. Lass es die Rückenlage sein. Eine. Okay, und wir kreuzen ein Bein über das andere. Die Arme liegen neben den Beinen aufgelegt auf dem Boden. Und du spannst mal bitte deinen Beckenboden an. Und bewegst die die Sitzhöcke aufeinander zu. Also ob es auch anspannen. Und wir lösen. Einatmen und ausatmen, anspannen. Und ein und aus. Jetzt intensivieren wir das noch ein bisschen. Setz mal bitte beide Hände unter das Gesäß und richten die Beine auf, so flach wie möglich. Aber hier oben ist auch okay. Also Beine sind in der Schere. Beckenboden anspannen. Und jetzt die Beine fest zusammendrücken und halten. Beckenmuskulatur lösen
Und anspannen. Und lösen. Und anspannen. Lösen. Und anspannen. Und nochmal lösen. Wir wechseln die Beine. Anderes Bein ist oben, Arme wieder ablegen. Und Beckenmuskulatur anspannen. Sitzhöcker aufeinander zu bewegen. Und lösen, einatmen. Und anspannen, ausatmen. Dabei geht automatisch die Lendenwirbelsäule Richtung Boden. Also wenn du da den Boden spürst, ist alles super. Gut, jetzt die Hände wieder unters Becken legen und richte die Beine hoch auf, Beine fest zusammendrücken. Auf die Position bringen, wo du es gut halten kannst. Und jetzt Beckenmuskulatur anspannen und lösen. Und entspannen. Wow. Ich hoffe, man hat nicht so genau gesehen, dass das bei mir auch alles zittert. Ungewohnte Übungen. Nein, nicht so ganz ungewohnt. Ich mache die schon. Aber auch nicht täglich. Sollte ich vielleicht mal in Erwägung ziehen. Wir haben zum Abschluss noch eine schöne Koordinationsübung. Und zwar eine Standwaage. Dafür stehen wir auf einem Bein. Wer hätte es gedacht? Okay. Spann dich mal schön an. Ganz Körperspannung. Und jetzt ganz aktiv Beckenbodenmuskulatur hoch und zur Mitte ziehen. Okay. Diese Spannung verlassen wir jetzt nicht mehr. Es ist nicht wichtig, wie hoch du gehst, ob das auf waagerecht oder einfach nur schräg ist. Ist alles super. Wir halten in der Position. Und ja, du kannst das Bein zwischendurch mal tippen, mal hochziehen. Oder tiefer gehen oder das Bein durchziehen. Spiel einfach mit der Übung und deinem Beckenboden, der im Übrigen immer noch angespannt ist. Ich sag nur strahl. Standbein ist leicht gebeugt. Können wir es besser ausbalancieren. Und gleich geschafft. Und lösen. Andere Seite. Beckenboden. Und auf geht's. Waagerecht oder bisschen höher. Lass die Hüfte schön gerade, das ist wichtig. Kannst gerne durchziehen. Wackeln ist auch mal nicht so schlimm. Trainiert auch die Koordination, das ist super. Man muss Fehler nur richtig zu deuten wissen. Okay, gleich geschafft. Check. Yay. Toll. Schüttel mal so ein bisschen aus und entspann dich. Das war dein Beckenbodentraining. Check. Wenn du sagst, Mensch, Beckenboden war für mich noch nie ein Thema, aber jetzt habe ich richtig Lust bekommen, habe ich noch eine kleine Buchempfehlung für dich. Hängematte des Glücks. Von Volker Hoffmann. Sehr lesenswert, spannend und interessant.
Jetzt kannst du dich erstmal in deine Hängematte legen oder arbeiten oder beides. Lass mich gerne wissen, wie glücklich dich das Training gemacht hat an schön@radio1.de. Ich freue mich auf dein Feedback. Morgen sehen wir uns übrigens zu einem Kinoabend und gerne nicht nur abends, sondern gleich morgens. Das Training ist frühsporttauglich. Ich freue mich auf dich. Bis morgen. Tschüss.